Er ist zu weit weg, um mit ihm eine hochwertige Konversation zu führen. Geronimo! Es ist mein Ziel, Loser, mein Schatz! Oh, verdammt! Nimm deine knorrigen Hillbilly-Hände von meinem Amulett. Gute Idee, aber dieses Teil passt nicht in die Aussparung. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Die Zeit ist gekommen. Ich muss die Amulettteile benutzen. Aber wie? Es passt genau in die Vorrichtung. Gute Idee, aber dieses Teil passt nicht in die Aussparung. Gute Idee, aber dieses Teil passt nicht in die Aussparung. Es passt genau in die Vorrichtung. Das wird nicht funktionieren. Auch wenn ich mir viele, viele Eisstücke holen kann, sollte ich nicht jeden Schabernack damit treiben. Oh nein, meine... Wie hast... Kannst du das um die Amulett noch um die... Die haben wir alles Fottes. Seltsame Einlassung. Mir scheint, als müsste ich hier etwas einsetzen. Aber was? Es passt genau in die Vorrichtung. Wow, dieser riesige Stein muss irgendetwas mit dem Schatz zu tun haben. Geysire, die Sprengmeister der Natur. Wir erwecken den Stein. Es hat sicher etwas mit diesen Vorrichtungen zu tun. Du meinst die Sockel da drüben? Genau. Hier sind Eisplatten, die wir als Spiegel benutzen können. Spiegel? Ja, wir müssen das Licht in Richtung des Steins reflektieren. Hier, nimm die Eisplatte und stell sie auf den Sockel dort drüben. Stell sie gleichzeitig mit meiner auf den Sockel. Ich versuch's. Hallo? Jetzt habe ich wieder einen Bug oder was? Na super, echt, ohne Scheiß. Wieder G. Gott sei Dank. Oh. Hä? Thank you.
Vielleicht wäre es doch einfacher gewesen, wenn ich mein Messer dafür verwendet hätte. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. So, na. Es passt genau in die Vorrichtung. So, mach auf das Gesicht. Schon wieder mal ohnmächtig. Du bist am Ende angelangt. Ukumba hat dir all deine Kraft geraubt. Dein Unterbewusstsein kann sich nicht länger verschließen. Bist du bereit, die letzte Wahrheit über dich zu erfahren? Zu erfahren, warum du niemanden vertraust außer dir selbst? Ja. Dann sieh hin. Es ist alles in Ordnung, kleiner Jack. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wer ist denn? Das bin ja ich, Mutter? Jack! Ja? Wir müssen gehen. Aber ich will nicht alleine sein. Ich weiß, ich weiß. Aber wir sind ja für dich da, mein Junge. Daran kann ich mich nicht erinnern. Vater? Jack, wir sind ja nicht lange weg. Aber wir wurden eingeladen und man muss seinen sozialen Verpflichtungen nachkommen. Ich verspreche dir, dass wir bald zurück sind. Vertrau mir. Gib mir deine Hand. Nimm meine Hand! Nimm meine Hand! Oh Mann, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich wieder an alles. Meine Eltern, sie arbeiteten bei Dr. T. Und eines Tages kamen sie nicht mehr nach Hause. Obwohl mein Vater es mir versprochen hatte. Wenn man seinem Vater nicht vertrauen kann, wem dann? Jetzt, wo du alles weißt, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Hast du das für mich getan, Schamane? Oder war ich das selbst? Gute Frage. Ich bin tot. Erinnerst du dich? Jedenfalls hast du die letzte Hürde in deinem Geist beiseite geräumt. Und der Blick ist frei auf Ukumba und deine Mission. Ukumba ist gar kein Schatz, richtig? Nein. Er ist ein Stein, der von den Sternen fiel. Er brachte uns ein unvorstellbar langes Leben. Doch mit der Zeit raubte er auch unseren Verstand. Außer meinen, seltsamerweise. Der war immer glasklar. Alle Bewohner verfielen dem Wahnsinn, bis nur noch ich übrig war. Und so zog ich hinaus in die Welt, um jemanden zu finden, der die Kraft hat und den Willen, Ukumba zu zerstören. Den größten Schatz der Menschheit zerstören? Nun, den berühmtesten Schatzsucher aller Zeiten wird das wohl kaum aus mir machen. Aber vielleicht den besten. Auf eine bestimmte Art zumindest. Auf Wiedersehen, Jack. Es war mir eine Ehre. Falls du Ukumba zerstörst, ansonsten werde ich sehr, sehr wütend mit dir. Hast du das verstanden? Schon gut, schon gut. Verschwinde endlich aus meinem Kopf. Verschwinde du lieber aus deiner Traumwelt. Es wartet eine schwere Aufgabe auf dich. Erwache.
Okumba. Ich muss es zerstören. Oh nein. Zu spät. Da ist er. Ich bin am Ziel all meiner Wünsche und Träume. Die Unsterblichkeit. Wer würde sie nicht kaufen wollen? Nun gut, sie wird den Wahnsinn mit sich bringen. Aber wer will mich schon verklagen, wenn er den Verstand verloren hat? Ein besseres Geschäftsmodell wird sich in der Geschichte der Menschheit nicht finden lassen. Zu schade nur, dass ich abstinent bleiben muss und die nicht selbst nutzen kann. Oder doch? Warum geht das nicht voran? Wir sind etwas schwer. Nur ein paar Kilo. Aber es besteht die Chance, dass wir nicht genügend an Höhe gewinnen. Wie hoch ist die Chance? Was weiß ich denn? 15%? Ich bin nicht gewillt, dieses Risiko einzugehen. Tut mir leid, Eve. Umbati, nein! Opa. Jack, her mit deinem Messer. Da ist etwas, das ich tun muss. Hoffentlich ist das nicht... So, ihr seid frei. Danke, Eve. Jetzt können wir glücklich gemeinsam in diesem Krater erfrieren. Das wird auf jeden Fall der teuerste Abgang seit langem. Immerhin haben wir diesen guten Astrageant zur Hand, der uns noch ein letztes Mal wärmt. Gibt es denn gar nichts, was wir noch tun können? Wenn's mich zuerst erwischt, dürft ihr mich aufessen. Jacksteaks? Igitt. Wenn's mich zuerst erwischt, dann nehmt eure schmutzigen Finger weg. Und da uns niemand von draußen finden kann, würde nicht mal das uns retten. Eve, was mich interessieren würde. Hm? Bist du wirklich Fotografin? Machst du Witze? Ich glaube, kein einziges meiner Fotos ist auch nur scharf geworden. Wie hast du Umbati auf unsere Fährte gebracht? In den Stangen meines Stativs waren Signalraketen versteckt. Gelegentlich habe ich eine abgefeuert. Einfacher ging's nicht. Wie bin ich in Hamburg in deinem Bett gelandet? Ich habe dich in der Lagerhalle mit einem Pfeil aus meinem Blasrohr betäubt, als ich gesehen hatte, dass du das Amulett gefunden hast. Was danach passiert ist, halte ich weiter für mich. Das wäre erstmal alles. Wir könnten unsere Körper aneinander reiben, um Wärme zu erzeugen. Dazu brauche ich aber noch mehr Wein. Hier wird sich überhaupt niemand an irgendjemandem reiben. Spielverderber. Ha! Wir finden schon einen Weg hier raus. Erstens ist das Tor verschüttet und zweitens haben sie uns die Mäntel abgenommen. Wir haben ja nicht mal mehr Kletterausrüstung. So kommen wir keine 10 Meter weit. Wir haben schon alles getan, was wir konnten. Du meinst, wir sollen einfach aufgeben? Nein, ich meine, wir waren richtig gut. Und was haben wir davon? Ein Haufen Eis, in dem wir uns eingesperrt haben. Während Umbati den Meteorit auf seiner Silvesterparty präsentiert und die Schurken dieser Welt unsterblich werden. Wir sind hier, weil wir von nichts zurückgeschreckt sind. Ja, aber wir sitzen trotzdem fest. Und wir werden in Kürze noch viel fester sitzen. Danke nochmal, Eve. Ich denke, Eve hat ihre Strafe bereits erhalten. Ist wirklich schön, in eurem Club der Loser aufgenommen zu sein. Vielleicht. Wie auch immer, wir haben es nicht geschafft. Umbati 1, wir 0. Beziehungsweise bald unter 0. Jetzt hör mal zu. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, das neue Jahrhundert gehört Leuten wie uns. Naja, vielleicht hast du ja recht. Lasst uns hoffen, dass Leute wie wir sich den Umbatis dieser Welt auch weiterhin in den Weg stellen werden. Leute wie ihr wohl eher. Ich habe keinen Platz in der Ruhmeshalle verdient. Ich denke, Eve, du würdest dich auch anders entscheiden, wenn du noch mal die Chance dazu hättest. Wow, das hast du nett gesagt. Entschuldigung. Wisst ihr was? Ich habe noch eine letzte Rakete übrig. Wir sollten das neue Jahr gebührend empfangen.
frohes neues Jahr. Auf eine bessere Zukunft. Auf weitere mutige Menschen, die auf der richtigen Seite stehen. Moment mal, hört ihr das? Das ist doch... Jack, das ist die Charming Princess. Zumindest teilweise. Und sie fliegt. Hey, da seid ihr ja. Tolle Idee mit der Rakete. So habe ich euch gefunden. Ja, und genau so war es geplant. Reden wir nicht lange. Gehen wir an Bord und jagen Umbati diesen verdammten Meteoriten ab. Wir werden einen Weg finden, ihn unschädlich zu machen. Dann los! Da sind sie! Schneller! Kannst du nicht mehr rausholen? Verdammter Jack Keane! Erledigt diesen Störenfried. Unmöglich. Was gibt's, Carl? Ich wollte Höhe gewinnen, aber die Höhenruder-Handkurbel macht nicht, was sie soll. Und was machen wir dann? Ganz ehrlich, keine Ahnung, warum es nicht geht. Nach meinen Berechnungen sollten Höhe und Balance recht gut funktionieren, auch unter diesen Umständen. Ich bin ein lausiger Ingenieur. Nichts kann ich richtig machen. Kein Wunder, dass mich mein Vater ein Taugenichts genannt hat. Hör auf mit dem Unsinn. Du bist ein brillanter Ingenieur. Hast du dir mal überlegt, worauf du da gerade stehst? Nein, nein, er hatte recht. Ich bin ein Nichtsnutz. So nutzlos wie der Anker, der dort runterhängt. Ein Anker an einem fliegenden Schiff. Überaus sinnvoll. Der Anker! Carl, du bist ein Genie. Schon klar, schon klar. Ärgere mich nur weiter. Nein, du verstehst nicht. Wir müssen den Anker... Moment. Ich habe eine großartige Idee. Jack, wir müssen unbedingt Gewicht verlieren. Du könntest versuchen, den Anker dort loszumachen. Ja, das ist es, was ich gemeint. Tut mir leid, Jack, aber für Erklärungen ist jetzt keine Zeit. Wir müssen die Welt retten. Hi, Captain. Nein, das Fluggefährt zu lenken ist meine Aufgabe. Du machst es nur kaputt, wie mein Auto. Ich benötige Werkzeuge, um den Anker zu lösen. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich komme nicht an die Leiter, solange wir die verdammte Ankerkette nicht lösen. Ich benötige Werkzeuge, um den Anker zu lösen. Sollte nicht zu tief runter wegen der dichten Wolken. Verlieren wir sie aus den Augen, verschwinden sie. Das Rohr ist nicht da. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Hättest du gern. Jack, ich will helfen. Nicht jetzt. Na gut. Meinst du, das ist ein guter Zeitpunkt? Ich muss irgendwie den Anker lösen. Ich habe leider kein Werkzeug dabei. Irgendwelche Ideen? Noch können wir Umbati aufhalten. Aber wir kommen nicht nah genug an sein Schiff heran. Schon gut. Jack, du musst den Anker entfernen. Jetzt! Der Anker ist fest angeschraubt. So bekomme ich ihn nicht los. Sieh doch mal in meinem Werkzeugkasten. Hier, bitte. Nicht schlecht. Also geht doch.
passt. Ich hoffe, unter uns fährt gerade kein Schiff übers Meer. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Hallo? Jetzt. Und das war's mit unserem Anker. Die Charming Princess wird wohl eh nie wieder schwinden. Ich muss die Leiter hochsteigen. Nur Jack, so warte! Was gibt's? Nicht die Leiter. Viel zu gefährlich. Danke, dass du dich so um meine Sicherheit sorgst. Du bist zu schwer für die Leiter. Unmöglich nach den Strapazen und dem Essen der letzten Woche. Nein, du verstehst nicht. Wenn du die Leiter hochkletterst, änderst du den Schwerpunkt des Schiffes. Das kann ziemlich schlimme Folgen haben. Wie sollen wir das Ventil erreichen? Gute Frage. Leider weiß ich darauf keine Antwort. Amanda, die Zeit ist knapp und... Was genau willst du? Siehst du das Ventil da oben? Jemand muss es öffnen. Jemand, der leichter ist als ich. Sieht kompliziert aus, aber machbar. Okay, wünsch mir Glück. Oh nein, ich bin gefangen. Wie komme ich jetzt runter? Wow, Karl dachte, ich könnte das Schiff beschädigen. Karl, bring uns näher an ihren rechten Flügel ran. Funktioniert! Lehnt euch zurück und genießt den Flug! Das ergibt keinen Sinn. Jack, ich will helfen. Nicht jetzt. Na gut. Jetzt. Es funktioniert. Lehnt euch zurück und genießt den Flug. Schnell, Jack, tu was! Ja, ja. Karl, bring uns näher an ihren rechten Flügel ran. Ich werde das Schiff wie ein echter Pirat entern. Was hast du vor? Achtung, Jack! Zeig ihn, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Jack, bist du bereit? Ich bringe das Baby so dicht an ihre rechte Seite heran, wie ich kann. Ich bin soweit. Los geht's. Besiege den Schädelbrecher, na toll.
Wo ist er denn? Oh, da. Okay, das war nicht das Richtige. Ich habe keine Ahnung, was da das Gegenmittel für ist. Schafft, ich hab ihn besiegt. Na toll, ich besiege den stärksten Kämpfer der Geschichte und kein Schwein sieht's. Hey, habt ihr das vielleicht zufällig gesehen? Karl, der Kerl will uns töten. Das Schiff ist schwer beschädigt. Verdammt. Terry hat die Princess geentert und ganz offensichtlich hat er sein Dynamit dabei. Das müssen sie wohl alleine schaffen. Ich muss jetzt den Meteor unschädlich machen. Verdammter Jack Keen. Verdammt! Falsch. Ich kann mich gar nicht bewegen, oder was? Warum frage ich mich gerade den tragischen Mitmittel, wie jetzt aussehen würde? Besser nicht. Hallo, hässlicher Wicht. Hier drüben. Scheint ihm egal zu sein. Das könnte später wichtig sein.